Naja, ihr könnt ja schon mal Fragen stellen, so vielleicht sehe ich ja was, vielleicht kommt ja irgendwo irgendwas durch. Können wir mal ein bisschen was machen. Das ist aber krass, den Unterschied von deiner Webcam auf meine. Das ist ein Unterschied, ich habe gedacht. Das Mann sieht aus wie hier eine VGA-Kamera von 1900. Ja, was ist, jetzt geht auf einmal wieder gar nichts mehr hier, oder was? Hier. Gutes wieder über Berlin. Daumen hoch. Achso, Hervorragend! jetzt sehe ich übrigens auch hier, also hier gegen sehe ich auf jeden Fall. Berlin habe ich mich ja vorgestern drüber ausgelassen. Ja. Achso, danke, du meinst das Video. Ja, genau. Das ist hervorragend, was die da wieder beschlossen haben. Ich bin echt gespannt, weil Ende der Woche soll ja das finale Ding kommen, was sie sich da ausschädeln. Aber das Ding ist halt, alles, was ich gesehen habe von den Leuten, die das da beschließen. Ja, ich habe eigentlich immer keinen Bock, vor der Kamera hier wirklich Tacheles zu reden und beleidigen darf ich auch niemanden, aber jetzt mal so, die sind sehr, sehr praxisfremd, würde ich behaupten. Das ist sehr schwierig, was die da machen. Ja, deswegen, wir werden sehen, was kommt. Ich bin halt skeptisch, weil wenn in Berlin halt irgendwas passiert, weiß ich ja nicht, was für ein Ausmaß das nimmt auf andere Märkte. Ne? Und preislich ist halt auch mal die Frage, wenn ich jetzt sage, Berlin eskaliert komplett, was passiert denn mit den Leuten, die in Berlin unterwegs sind, immobilienseitig? Weil die nächste Adresse ist ja Leipzig. Das ist jetzt 100 Kilometer, hätte ich gesagt, entfernt, aber ist immer eine Stunde im ICE. Preislich natürlich hochattraktiv. Deswegen weiß ich halt nicht, was hier dann in Leipzig los ist. Ne? Ja. Also bei Mainstream ist es auf dem aufstrebenden Ast, hätte ich gerade gesagt. Viel Teilnahme. Ich verstehe einfach nicht, was hier los ist. Ich nicht. Keine Ahnung. Ich Problem ist immer vor dem Gerät, oder wie heißt weiß nicht. Das würde ich auch unterschreiben, aber das kann in dem Fall nicht sein. Weil wenn eine Sache, die sonst Ja. immer funktioniert, auf einmal nicht mehr funktioniert, aus dem heiteren Himmel, dann ist es nicht nur seltsam, sondern extrem. Ja, egal, wir machen einfach weiter. So. Lass uns nicht beirren. Der Ton ist nicht so gut, sagt er. Ist natürlich witzig, dass unser ganzes Geflubel übertragen wurde, ne? Das Hätte ist nicht der ich musst du nachher mal Ausschlag. wegschneiden. Warte mal. Boah, wo ist denn jetzt dieses Mikro? Welches? Ich habe meins ausgemacht hier, ne? Ah, ne, ist an. Nicht an. Ich muss auch jemand hören. Aber der Also hier, Sache. der Ton ist gut, hier wurde gesagt 20:44 Ja, guck mal Uhr. hier. So könnt ihr den Chat sehen? Ja, wir können. Also, ich Ich kann sehe den den Chat Chat über mein sehen. Handy. Aber mein Handy ist gleich hier tot. Warte mal, ich muss mal hier anstupsen. So. Aber der sagt mir hier, dass ihr den Stream. Seht ihr uns überhaupt? Sieht man uns? Oh, warte mal, iTunes geht auf. Shit. Der sagt mir hier, der kriegt keine Daten bei YouTube. Ich verstehe Ich es kriege nicht. keine Daten. Ja, es macht aber keinen Sinn, weil das Streaming-Programm zeigt an, dass es 5 € überträgt. Oh, Herrgott. Also der Ton ist nicht so gut. Nee, das kann auch nicht gut sein, weil wir die Kamera ja gar nicht dran haben, die den Ton macht. Ja, beziehungsweise die. Ich denke jetzt Kirchen, wer ist das? Das Was sagst Mikrofon. du? Er sagt, Evgeny sagt, er kann sagen, was gut. Kann er auch nicht. Bei dir jetzt drüben. Ja. So, jetzt sagt sie mir schon wieder Fehler. Ruckeln geht wieder los. Ja gut, wir haben jetzt ja auch 2 Streams am Laufen, ne? Obwohl ich bin bei 5000 Kilobit. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht. Das macht keinen Sinn. So, ihr seid zu sehen und zu hören. Also ich bin hier am Start, auf jeden Fall, mit den Leuten.
Das ist jetzt ja der Stream hier, den ich selber gestartet habe über meinen iMac. Also wir sitzen jetzt quasi an meinem Arbeitsplatz. Ich habe leider nicht aufgeräumt, sonst na gut, sieht man nicht. Aber hier. Oder? Ach da. Ja, aber warum stoppt das hier so? Also nicht. Egal. So, dann schieß mal los, Leute. Also jetzt erst. Meine lächerliche Flasche. Ja, ist, glaube ich, keinen Sinn. Ja. Bei dir kommt wieder was? Wieso denn zwei Streams? Oder sind zwei gerade offen? Sind zwei offen? Weil ich habe ja einen neuen gestartet, weil das ja nicht funktioniert hat mit dem anderen. Also wir haben jetzt quasi, wie soll ich euch das zeigen? Also ich streame von meinem iMac, von meinem normalen, mit dem ich arbeite, und nochmal mit dem, wo wir normalerweise streamen, mit Johann. So, deswegen haben wir jetzt zwei Streams offen. Weil in beiden Streams genau Leute sind. Das, ja. Ja. Jedenfalls hält sich fünf an. Ja, und dein iMac läuft gut, würde ich sagen. Ja, super. Gut, wir haben ja. Ja, dann hau weg. Johann, kannst du den Stream? Mach zu. Mach zu. Scheiß drauf. Machen wir jetzt. Ja, sorry Leute für die Quali, denn es ist leider nicht zu ändern. Wir machen das jetzt über meine Kamera und dann ist gut. Ich hoffe, der Ton, dass man mich versteht. Wir haben ja ein neues Format gestartet mit dem Lexikon. Das hatte ich ja schon lange auf dem Zettel. Ist jetzt das erste Video hochgeladen und die Frage ist, findet ihr sowas cool oder nicht? Oder sollen wir das richtig so weit auswalzen, wie es geht? Also sollen wir wirklich jetzt, also meine Idee war eigentlich, dass wir alphabetisch durchgehen und irgendwann wieder vorne anfangen, weil ich sag mal so mit einem Buchstaben oder beziehungsweise mit einem Begriff Buchstaben ist das Ding ja eigentlich nicht erledigt. Ja. Deswegen ist die Frage, ob wir das fortführen, wie ihr das findet. Oder habt ihr es überhaupt geguckt? Ich weiß es gar nicht. Keine Sache, was. Was machst du jetzt? Mein Frust, ob nein, Quatsch. Ich mach gerade kosmetisch. Macht ihr hauptsächlich eure Finanzierung über Annuitätendarlehen oder auch mal mit Bausparkredit? Auf gar keinen Fall. Also Bausparkredit, also du meinst hier Tilgungsaussetzen gegen Bausparen. Hatte ich gestern lustigerweise gerade im Gespräch gestern Abend. Ich sag mal so, zu 99,9% machen wir es nicht, weil es sehr kapitalintensiv ist. Ich habe gestern gerade ein Beispiel durchgerechnet, der hatte von Wüstenrot ein Angebot gekriegt. Und im normalen Annuitätendarlehen wären wir im Jahr 2.500 Euro günstiger gewesen. Rein vom Kapitaldienst. Vor Steuern, also jetzt Steuer alles außen vor, rein die Belastung. So, und ich sag mal, das ist natürlich 2.500, da kannst du echt schon überlegen, ob du dann einfach das normale Depot aufbaust und dann, wenn du Bock drauf hast, das irgendwie das abgesichert ist am Ende, das dann so zu lösen. Aber normal Bausparen machen wir eigentlich nie. Es sei denn, die Bank fordert, weil auf letzter Rille irgendwo was finanziert werden muss, kann man mal drüber nachdenken, aber in der Regel machen wir es einfach nicht. So, Evgeny findet das Alphabet gut. Okay, brauchst du noch ein Makro im Chat? Was? Was ist Makro? Mikro meinst du? Oder was? Was ist ein Makro? Chat, damit die Leute, die einfach Fragen haben, sofort auf die Videos verlinkt werden können. Johann? Was sagt ihr? Makros? Makro im Chat. Damit die Leute verlinkt werden können. Also ich weiß, es gibt, wenn ihr das meint, was ich glaube, dann sind das wie so kleine Schritte von links. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, mich noch nicht befasst. Ja. Sehr interessantes Ding ist hier Alphabet, finde ich super. Und wenn ich so Interviews oder wenn wir, zum Beispiel, ich bin ja nicht der Einzige, der das macht, anderes kommentieren, das ist, weil da gab es am Montag die Diskussion bei uns, ob wir
ob und wie wir das machen. Boah, das ist jetzt hier schon ganz schön hier. Besser? Die Kids im Scheinwerferlicht. Was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Das ist halt die Kamera. Ja, die ist halt scheiße. Wir können ja versuchen, den Camping bei dir anzuschließen. Ich glaube, da kannst du auch eine Kamera auswählen, oder? Bestimmt. Probier das. Ich habe keinen Bock jetzt zu Doktor, ganz ehrlich. Geh mal oben auf die drei Punkte einmal. Nope. Lieber Low Quality Build, High Quality Talk. Low Quality Build, High Quality Talk. Ach ja, genau, hervorragend. Machen wir Low Build. Low Quality Build. Ja, so Reaktionsvideos, wo wir so andere Sachen kommentieren, ist das was, wo ihr Bock drauf habt? Weil ich habe, ich sag mal so grundsätzlich, wir sitzen ja hier oben in unserem Büro und wissen nichts, was ihr wollt oder was ihr geil findet, sondern machen irgendwas. Beziehungsweise was für euch auch den größten Mehrwert darstellt. Genau, das ist mir die Frage so, was wollt ihr eigentlich haben? Ne? Oder gibt es irgendein Format, was ihr findet, was auf jeden Fall nochmal her muss? Du hast jetzt noch eine Idee gehabt, Johann? Wie ist denn die Soundqualität gewesen? Also die Soundqualität, ich gehe bei meinen AirPods eigentlich gerade, das müsste eigentlich Taco sein. Also, genau. So, oder? Euch. Ja. Oh. Was denn? Ja, geht. Also der Sound ist jetzt nicht so top. Okay. Aber es ist auch die Raumakustik, die ist auch ein bisschen. Look von den, genau. Befristeter Mietvertrag? Okay, ja. Das haben wir auch nicht vergessen. Das ist mit Airpacht das nächste, was auf jeden Fall auf dem Zettel ist. Einfach die Frage, wenn ich den Verkäufer davon überzeuge, alle kaufen Nebenkosten der Wohnung, also 6,5% Grunderwerbsteuer und 2% Notar und Amtsgericht zu zahlen, wie würde die Formulierung im Notar im Kaufvertrag aussehen? Hättet ihr einen Vorschlag oder habt ihr da bereits in einem eurer Videos besprochen? Viele Grüße aus Essen. Da hatten wir uns letztens mit befasst. Notar ist kein Problem, Grunderwerbsteuer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil Grunderwerbsteuer hatten wir bis jetzt noch nicht gemacht. Notar ist grundsätzlich kein Problem. Das weiß der Notar auch. Da kannst du Notar fragen. Dass der Verkäufer den Notar zahlt und du quasi den Kaufpreis erhöhst. Oder wie willst du da? Also die Frage, wie willst du das überhaupt machen? So, dann haben wir im Notar, also welchen Kriterien sucht ihr eure Mieter aus? Ja, am besten Mieter, die immer zahlen, ne? Nee, also Mieter muss man gucken einfach. Ich sag mal so, es gibt ja Kriterien, da darf man offiziell nichts zu sagen. Zum Beispiel jetzt, wenn das ein Starkraucher ist, da kannst du natürlich nicht sagen, ich möchte nicht, dass du in meine Wohnung ziehst. Da muss man sich noch mit denen treffen und in der Regel Starkraucher erkennt man ja, das sieht man ja. Also wenn man halt das nicht möchte, ne? Oder wenn er halt in frisch sanierten Parkettfußboden da sein Labrador mitbringt, der irgendwie 55 Kilo wiegt, ist natürlich auch nicht so die Sache, die man da unbedingt haben möchte. War das halt nicht mit Haustieren? Ja, das musst du eigentlich dulden. Aber nur kleine Haustiere, meine ich. Ja, dann fährt jetzt nicht. Aber auch größere Hunde und so, das fahren da gar nicht runter. Nur kleine Kleintiere, so Hasen und so weiter, da brauchst du aber nicht mal eine Genehmigung, soweit ich weiß. Aber bei Hunden. Ja, auf jeden Fall würde ich immer versuchen, dass es. Dass sich, ich habe ja selber zwei. Ja, du hast alles. Was alles schon gemacht, hast alles zu Hause und. Habe ich schon gesehen, habe ich schon gemacht, wir sind nicht gefallen. Ja, Mieterauswahl auf jeden Fall, Vorvermieterbescheinigung, Bonität sollte geklärt sein und ja, und dann spielt das Bauchgefühl natürlich auch mal eine Rolle. Das hat ja ein Bauchgefühl bei den Jungs, die da einziehen. So. In der Regel, so gut das Bauchgefühl manchmal auch ist, jetzt letztens hatten wir ein Pärchen, das ist auch in eine Wohnung eingezogen bei uns. Da hatten wir ein sehr gutes Gefühl, aber die sind, glaube ich, nach 2 Monaten oder so wieder ausgezogen, wenn sie sich getrennt haben. Ist da? Ja. Ja, ich glaube, das war so ein. Das war auf jeden Fall nicht, war ganz, ganz, ganz kurz. Genau, macht ihr Staffel? Soll ich vorlesen? Oder? Ich habe es ja hier auch. Macht ihr Staffelmietverträge und wenn ja, mit welchen Prozenten pro Jahr? Da haben wir tatsächlich jetzt nochmal geschwenkt. Anfangs hatten wir 10 Jahre Staffel 2% pro Jahr. Aktuell haben wir in den Verträgen 10 Jahre, alle 3 Jahre 6%.
Aber es ist halt eine Geschmackssache, wie man halt Lust hat. Lohnt es sich noch in den Lagen Gohlis, Südvorstadt oder Zentrum was zu kaufen? Ja, kommt darauf an, wie teuer es ist, ne? Also Südvorstadt weiß ich, kriege ich nächste Woche wieder was auf den Tisch, das kostet, was hat er gesagt, war noch was? So. Da war schon safe, dass ich das mache. Du hast uns ja einen Tisch zu wackeln. Warte mal kurz, wie viel war das? Muss leise sein. So viel? Nee, warte mal. Für 2200 ungefähr. Da weiß ich schon, da habe ich schon ein paar Sachen gemacht in dem Objekt. Das ist eine super Sache. Also grundsätzlich, du kannst überall noch was kaufen, auch ein Gohlis, die Vorstadt, alles kein Problem. Wenn du jetzt nicht unbedingt deine 2900 Euro auf den Meter zahlst. Ne? Also das solltest du preislich alles in die Richtung nehmen, dass es sich noch rechnet. Und dass du halt mit deinem Konzept, was du da rüberlaufen lässt oder was auch immer du da tust, am Ende des Tages ein gutes Investment draus machst. Ne? Dass du nicht irgendwie hier Faktor 35 durchläufst. Thorsten Haug, ich denke, es kommt immer auf den Preis an. Ja, natürlich. Absolute Fragen wirst du wohl keine. Ja, nein. Nee, also hier pauschal sage ich schon mal gar nichts, weil das nichts wird. Wie sieht es bei Studenten mit der Bonität aus? Sie brauchen in der Regel einen Bürgen. Habt ihr da eine Untergrenze bei diesem Nettoeinkommen? Lustige Frage, weil die hat ja heute im Büro auch stattgefunden. Untergrenze würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal so, wenn du jetzt jemanden hast, der eine Eigenmiete schon von 800 Euro hat, irgendwie 1700 verdient und jetzt noch für deine 700 bürgen soll, das wird ein bisschen knapp. Ich sag mal, krasses Gegenbeispiel, wir hatten jetzt letztens jemanden, der hat einen Bürgen gehabt, der hat 10 netto verdient. So, das ist natürlich was, wo ich sage, dass ein Bürger, das kann man gelten lassen. Also Untergrenze, das sollte sich halt am Ende des Tages rechnen. Und derjenige, der einzieht, der soll auf jeden Fall, also ich sag mal so, wenn ein Mieter einzieht, der sollte auf jeden Fall nicht mehr als 30% seines Einkommens für die Miete aufwenden. Danke, ich habe leider bei einer Objektprüfung festgestellt, dass die Wohnung leider 6 Quadratmeter kleiner ist. Da dachte ich mir, dass ich dem Verkäufer vorschlage, die Kaufnebenkosten zu übernehmen. Das ist ein entspannter Deal, ne? Also die Frage, rechnet sich das, ne? Wo befindest du dich mit dem Investment? Weißt du mal, wenn du jetzt in München 6 Quadratmeter hast, das ist schon mal eine ganze Wohnung in Leipzig, ne? Vom Preis her. Da ist Notar und Grunderwerbsteuer sind wenig, mein Geschmack. So. Was haltet ihr davon, 3 bis 4 Zimmerwohnungen im Stadtgebiet anzumieten und einzelne Zimmer mit Gewinn unterzubringen, mit Absprache mit dem Vermieter? Ja, da gibt's Leute, da kenne ich sogar jemanden, der macht das professionell, also professionell ist jetzt auch mit, aber der macht das halt mit mehreren Wohnungen. Klar, warum nicht? Kann man machen. Kein Problem. Der schleppt auch richtig Kohle raus. Ich glaube, aus der Einwohnung zieht er einen Taui raus. Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, genau das Konzept ist ja auch hier in dem Buch von Alex Fischer erklärt. Der hat das ist auch, ja kein Geheimnis. Macht eine das auch, ich glaube, in Düsseldorf oder so. Die macht Studenten-WGs aus den Wohnungen. Sichert sich, dass die Erlaubnis, dass sie halt untervermieten darf, setzt eine Küche rein. Und vermietet das dann halt an Studenten. Und knallt auch richtig gut durch. Hagen schreibt, meine Idee, es wäre richtig geil, wenn ihr die Fragen in den Videobeschreibungen dann nachträglich hinzufügt und mit der Minute verlinkt, wo zu der die Antwort kommt. Kann man besser suchen. Boah, Alter. Müssen wir euch mal einstellen. Ich glaube, das ist aber, was einer mit Makros meinte, es gibt wahrscheinlich die Möglichkeit, das per Skript irgendwie automatisch zu machen. Das ist. Olga schreibt, 10 netto kann man gelten lassen, geil. Ja, ist ja so. Mit 10 netto, selbst wenn du da 50% für die Miete aufwendest, ich sag mal, mit 5 Scheinen kannst du wenigstens noch was selber kaufen, wenn du das im Monat. Kommst du hin? Oder? So, das wäre auch ca. 11.000 Euro. Würde sich also rechnen, ca. 2.000 Euro den Quadratmeter. Man hört bestimmt die Straßenbahn auf der Welt. Ja, hier rammelt immer die Straßenbahn durch, volle Kanone. Vielen Dank für die Antwort. Warte mal, 6 Quadratmeter. Ich weiß ja nicht, wie groß die Wohnung ist, beziehungsweise wie viel beurkundet wird. Ne? Muss man sagen, ob das so warm ist.
Also 11.000 Euro, wenn sich das rechnet, dann musst du ja 11.000 durch, was war das, 6,5? Wie war das? Wohnung 6,5 Kronen wert, 2% Notar durch 8,5 mal 100. Dann kostet die Bude 129.000 oder was? Jetzt gehen wir jetzt mal in Spaß. 5 Scheine im Monat für Essen kommt hin. Blick auf Johann, oder? Ich meine nur, diese 30%, das ist ab einer gewissen Einkommensklasse ist das egal. Das meine ich. Ne? So, weil in München zum Beispiel ist die Finanzierungsbelastungsquote, die ist ja bei richtig, ist keine Ahnung, das ist bei 45%. Ich glaube, darüber spricht auch Erik im Lagestrategie. Finanzierungsbelastung. Wenn du in München was finanzierst, dann bist du, glaube ich, bei Finanzierungsbelastung von 45%. So, aber in München ist jetzt ja nicht derjenige, der 1200 Euro an der Kasse verdient, sondern eher mehr. So, wenn du irgendwie 8-9 Scheine oder selbst bei 7 Scheinen irgendwo netto unterwegs bist und da die Hälfte weggeht, dann kommst du mit 3,5 immer noch hin. Ja. Wenn du natürlich Ferrari Lifestyle machst und hier Flaschen Tisch jedes Wochenende, dann wahrscheinlich nicht. So. Genau. Ja. Gut. Ihr habt noch nichts gesagt zu den Videoformaten, worauf ihr noch Bock hättet. Haut mal was raus. Oder fällt euch noch was ein, weil wir können, genau, einiges können wir ja darstellen. Ja. Dann haben wir das relativ neue Format News haben wir, dann haben wir normale Vlogs und links jetzt. Achso, das neue Projekt, Lexikon. Was? Lexikon. Das neue Projekt übrigens, was wir Montag filmen wollten, haben wir leider noch nicht gefilmt, weil der Schlüssel noch nicht angekommen ist. Dafür waren wir auch in Dresden. Dafür waren wir in Dresden. Da kommt morgen der erste Vlog. Da kommt morgen, genau, das erste Video zu Dresden. Da waren wir gestern in Dresden, ein bisschen stressig wieder. Naja. Ja, Formate sind nicht so wichtig, sagt Evgeni. Die Relevanz und Wichtigkeit der Themen ist entscheidend. Das ist auch korrekt. In wie viele Wohnungen sollte man eurer Erfahrung nach investieren, um möglichst differenziert zu sein und das Risiko nicht nur in einem Objekt zu haben, fragt Thorsten. Ja, so viel wie du kannst. Also es ist aber die Frage, was deine Strategie ist. Ist immer so, die meisten Eigentümer, mit denen ich telefoniere, von denen wir Objekte Wie Moritz sagt, 50. 50 was? Wohnung. Die meisten, nein, sollte man machen. Ach so. Die meisten Kapitalanleger, sagen wir so, die in den 90ern oder Anfang der 2000er was gemacht haben, also zumindest in Leipzig und Dresden, die haben eine Wohnung gekauft, vielleicht zwei. Ab und zu, ich sag mal so, 5% der Leute haben ein bisschen mehr. Jetzt letztes Jahr mit einem telefoniert, da hat irgendwie 200 hier in Leipzig. Das ist natürlich eine andere Hausnummer, die treten auch ganz anders auf, aber ich sag mal so, in der Regel solltest du gucken natürlich, was du vorhast, wie alt du bist. Ich sag mal so, wenn du jetzt, will ich jetzt keinem zu nahe treten, aber ich sag mal so, wenn du Mitte, Ende 40 bist, solltest du ein bisschen Stoff geben. Und ansonsten, wie gesagt, je nachdem, was du vorhast, ansonsten so viel wie möglich. Ich habe eine Idee für nächste Woche. Ja? Ein besonders 20 Meter lang Kabel. Oh ja. Und direkt an den Router. Auf jeden Fall, hat schon mal Miete negativ unsere Rendite beeinflusst. Nichts, was nicht bekannt war. Also was heißt nichts, was nicht bekannt war, aber ich sage mal so, in der Regel beschränkt sich das bei uns ja auf zu wenig Mietzahlung, denn die Rendite ist zu gering, was wir aber heilen, dadurch, dass wir einfach dann das Ding entwickeln. Ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich nicht, ich habe schon mal irgendwas gemacht. Nö, prüft ihr auch. Standard mit mir nochmal irgendwo irgendwas. Wir haben gerade was richtig Ekliges auf dem Tisch. da haben wir vor einem Jahr, lass mich überlegen, wie war das denn? Da hat vor einem Jahr, das war ganz, ganz frisch, das Objekt, und da hat dann direkt der Mieter gemindert und
aufgrund von Schimmel oder Feuchtigkeit in der Wohnung. So, und da war es dann so, dass die damalige Hausverwaltung da einen Gutachter losgeschickt hat, einen eigenen, und das dann auch behoben hat wohl, das Problem. Jetzt ist das aber wieder aufgetreten und jetzt haben wir einen losgeschickt, einen Handwerker, mit dem wir zusammenarbeiten, und er hat festgestellt, dass die Feuchtigkeit in der Wand, und jetzt haltet euch fest, ohne Witz, also ist wieder in Digits gemessen, 100 ist quasi hart in die Wand, ich drehe auf und mache meinen Becher voll, und 0 ist quasi kurz trocken. Und in der Wand wurden 99,8 Digits gemessen. So, jetzt kann sich mal jeder überlegen, wie feucht das ist. Aber das, was er gestern erzählt hat. Okay. So. Das, was du nicht kennst. Ach so. So. Und da ist jetzt die Frage, was da passiert. Weil das Ding ist jetzt mittlerweile schon so feucht, dass die Wand vom EG zum ersten OG schon oben in den Ecken Feuchtigkeit, dass da auch Feuchtigkeit austritt. Und das wird jetzt ganz kritisch. Weil das Problem ist allein, wie viel Strom das kostet. Da musst du ja eigentlich dein Gerät sofort reinmachen. Ja, vor allem, das wird haftungsmäßig, das wird spannend. Da werden wir auf jeden Fall anschließen müssen. Das ist schon da. Ja, vor allem hat er gezeigt, wie die Versiegelungsfirma das versiegelt hat. Genau, das wurde ja damals, da wurde eine Horizontalsperre überhalb des Sockels, warum auch immer, eingesprüht, die aber falsch gemacht wurde. Also grundsätzlich sagt man, also bei dem Verfahren, was sie genommen haben, wenn jetzt hier quasi die Sperre rein soll, dann setzt man hier einen an, und dann wird man zickzack, und dann soll sich das miteinander verbinden. Und die haben alle nebeneinander gemacht. Das sieht man von außen, das sieht ein Blinder, dass das da nicht korrekt war. Und da ist halt, das wird schwierig. Aber ansonsten ist das eigentlich... Die Kellerdecke ist auch bei 100. Genau, die Kellerdecke, wo eigentlich, da sollte eigentlich gar nichts sein. Die ist auch bei 99,5 oder so. Ja, wenn ich gesagt, sogar bei 100? Nee, 100 wäre krass. Das ist ja der einmal Wasserfall, wo du das Ding reinhältst. Ja. Sagt er, wenn ich wissen, wie das unter dem Bodenbelag bei denen oben aussieht, die da drüber wohnen. Ist ja das direkt vom Pflanzen. Da ihr eine Hausverwaltung habt, würde mich auch das Thema Verträge und weitere Dokumente, Protokolle interessieren. Gegebenenfalls muss der bereitstellen oder die wichtigen Punkte im Video ansprechen. Boah, Evgeny, das ist aber also mal so das Ausmaß. Ist du hast gefragt. Protokolle, also unsere Verwaltung macht ja nur die Sonderverwaltung. Das heißt, wir haben mit den Protokollen in der Regel nichts zu tun. Wir machen ja die Versammlung nicht, also noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Kommt ein. Ja. aber grundsätzlich haben wir mit den Protokollen nichts zu tun. Ich kann natürlich mal Protokolle zeigen, ist ja kein Problem. Das wird auch beim Lexikon, bei Eigentümergemeinschaft und Versammlungsprotokolle, da wird so ein bisschen was kommen, dass ich mal zeige, worum geht es eigentlich, was sind so kritische Stellen. Also krassestes Protokoll, was ich jetzt in der letzten Zeit gelesen habe, war, Instandhaltung konnte aufgrund von finanzieller Schieflage nicht gebildet werden, Hausverwaltung hat das Amt niedergelegt, keine neue Hausverwaltung konnte gefunden werden und so weiter und so fort. 6 Insolvenzen bei 10 Parteien und solche Geschichten. Das war ein spannendes Objekt. Aber kann ich im Rahmen des Lexikons kann ich das auf jeden Fall zeigen, was da so abgeht. Er meinte übrigens mit Protokollen erst sowas wie Übergabeprotokoll. Ach so, ja. Ich habe gerade letztens eins ausgefüllt. Ist hier irgendwas Datum-mäßig? Hier, das ist jetzt. Ich glaube, hat Daniel nicht fertig, oder? Das hier? Ja, das war ich. Ich habe mich ausgedruckt und ausgefüllt. Kommt immer darauf an, was du übergibst. Übergibst du vom Eigentümer an den neuen Eigentümer, übergibst du an den Mieter, übernimmst du vom Mieter, ist immer so die Frage, ne? Muss man mal gucken. Hier, Patrick L. Nochmal bezüglich der Untervermietung von Wohnungen. Wenn sich das Angebot auf das Herrichten von Senioren-WGs beziehen würde, müsste man so etwas gewerblich machen. Senioren-WGs ist ein Thema, was ich auf jeden Fall nicht, gar nicht. Was ist denn jetzt? Na, der hat nur noch 10% gehabt, der Airport. Senioren, wie gehst du wirklich raus? Weiß ich nichts. Ja, hat er jetzt nur noch 10% oder ist er nicht gewechselt? Der hat 70. Wenn es sich dann gut auf Herrichten von Senioren-WGs beziehen würde, müsste man so etwas gewerblich machen. Boah, da bin ich gefragt. Das
muss ich mir auch. Die Frage ist, Senioren, inwiefern? Ist das gedacht auch noch mit Betreuung und ganzen Gedöns? Weil dann ist es ja eine ganz andere Kategorie. Genau. Diese Fliege nervt mich, die schon die ganze Zeit auf meinem Bildschirm sind. Dann ist eine Fliege auf dem Bildschirm. Ja, Christian Heinke. Ah ja, gesagt, was soll das heißen, dass jemand das nicht kennt? Was ist aus dem alles erlebt, alles gesehen worden? Was denn? Weil ich das noch nicht gesehen habe, nicht kennt. Achso, ja, Johann gibt es ja erst, also Johann gibt es ja erst, das ist lustig. Aber Johann ist ja erst ein Jahr bei uns. Der kennt ihn. Ich bin seit Dezember letztes Jahr. Boah, krass. Fast ein Jahr. Alter, schön. Fast ein Jahr. Nee. Das erste Jubiläum. Es gab eine Zeit vor Johann. Da haben wir auch was gemacht. So, was soll ich jetzt aufschreiben? Hast du Senioren WG? Senioren WG. Soll ich währenddessen schon die nächste Frage fragen oder bist du. Hä? Multitasking ist mein zweiter Vorname. Du weißt, dass das ein Mythos ist, der nicht stimmt. Was, das ist mein zweiter Vorname? Nein. So. Multitasking an sich. So, das funktioniert nicht. Aber es ist egal. Christian Heinkel schreibt, könntet ihr grob erklären, ab wann man in der sogenannten Übergangsfalle ist, also wo die Bank anstelle des Gehalts nur noch die Mieteinnahmen des Immobilienprofils Portfolios betrachtet? Also finde eine pauschale Aussage schwierig. Grundsätzlich ist so ein Thema, wenn das gewöhnliche Haupteinkommen das nicht mehr aus aktiver Arbeit entsteht. Das ist so der Punkt. Die Frage ist natürlich, wie deine Haushaltsrechnung grundsätzlich aussieht. Wieso nennt sich das übrigens Übergangsfalle? Das hat er jetzt gesagt. Achso. Ich dachte, vielleicht wäre das ein geläufiger Begriff. Also wusste ich jetzt nicht. Heißt das Übergangsfalle? Das ist mal Ruhe. Was sagt er in der sogenannten Übergangsfalle? Übergangsfalle. Ach doch, tatsächlich. Ich meine auch bei Erik schon mal in einem Video sowas gehört. Ja. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr. Tatsächlich. Es ist ja eher aus dem Finanzierungsbereich. Ja, ja, klar. Ich meine, Erik hat das schon mal einmal gesprochen. Ja. So. Wir sind bei Evgeny. Ja. Protokoll meinte ich eher sowas wie Übergang. Achso, ja, greif doch nicht vorweg. Nein, das hat ja zusammengehört. Das Interview mit dem Notar war sehr gut. Ja, Interviews, da haben wir heute auch ein Mikro gekriegt. Da können wir dann auch die Tonqualität, da können wir sechs verschiedene Leuten Interviews machen und jeder hat eine eigene Tonspur. Das geht ab sofort auch bei uns und wird auch in Zukunft kommen. Na und? Vier Leute. Momentan eigentlich nur drei. Aber lass mich mal. genau. Steuerberater, ja. Da müssen wir gucken, wen wir da nehmen. Ne, wer da bereit ist, seine kostbare Zeit zu opfern. Weil das Ding ist halt, es sind halt auch Leute, die kriegen ja für nichts. Außer halt den Ruhm auf unserem, auf unserem Kanal zu sein. Aber ansonsten, das ist halt... Gefallen, ne, den die uns tun. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Außerdem musst du auch noch jemanden finden, der auch Bock hat, generell überhaupt vor der Kamera zu sprechen. Ja, genau. Du musst auch jemanden finden, der es vor der Kamera kann. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen einfach hier, Kamera auf mich, auf gar keinen Fall. Ne? Also zum Beispiel jetzt auch ein Investor, von dem wir ein Projekt zeigen. Den wollten wir eigentlich auch interviewen, weil ich das Projekt spannend finde. Der hat gesagt, das ist nicht mein Ding. Ich möchte es eigentlich nicht und mache das Ding einfach ohne mich und sagt einfach, was der Plan ist. Machen wir halt. Ist nicht jeder dafür gemacht, irgendwie vor der Kamera zu sein. Das nächste lohnt es sich für mich als Privatinvestor, die SE-Verwaltung selber machen, habe 12 Wohnungen, die Domo-Software zu kaufen. Boah, selber verwalten. Das hast du ja schon mal beantwortet. Sehr schwierig. Schwierig. Also, es gibt Leute, die machen es gut, die machen es selbst. Klar, wenn du Bock drauf hast und Zeit hast, machst. Aber ganz ehrlich, in der Regel ist es ja so, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, du weißt nicht, was du tun sollst, weil du es ja nicht schon 100.000 Mal gemacht hast. Jede Verwaltung mit 4.000 Einheiten hat schon mal jemanden gehabt, der nicht zahlt. Die haben schon mal einen Nomaden gehabt, die haben schon mal irgendwelche komischen Sachen gehabt, Mietminderung und so weiter. Wenn du da jetzt nicht die professionelle Unterstützung hast,
dann hast du einfach ein Problem. Deswegen, die Frage ist, ob du auch Bock hast, dass die Leute bei dir anrufen. Genau, die Leute rufen bei dir an. Und nicht bei der Verwaltung. Das heißt, Sonntag, weil ich immer, die Leute, wenn die zu Hause sind, fallen ihnen ja die Sachen ein. Und in der Regel bist du ja sonntags auch zu Hause, dann rufen die sonntags an. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Ich meine, ich kenne sogar jemanden, der hat sich mehrere Mehrparteienhäuser geholt. Mhm. Das ist auch mein alter Vermieter gewesen, also der Vater vom Freund. Und die haben das auch selber verwaltet. Und da sind halt alle Sachen nicht auch so rund gelaufen. So, das, die hatten, ich sag mal, Duisburg ist schon ein krasses Pflaster teilweise. Die hatten schon öfters, dass dann keine Miete gezahlt haben. Ja. Haben gesagt, Bock hatte, aber die rechtlichen Aspekte sind sicherlich nicht so. Die rechtlichen Aspekte sind natürlich nicht so tief wie bei den Profis. Ach so. Was haben wir denn mit Verkauf? Haben wir das geklärt? Was war denn da letztes Mal? Hast du das nicht? Ja, das ist Till doch gefragt. Till? Oder was hatte ich da letztes Mal gemacht? Es ging darum, wenn du das nach 10 Jahren per Mietverkauf verkaufst, ob dann das steuerfrei bleibt. Stimmt, ich hatte es anders geklärt, ne? Habe ich letztes Mal schon was dazu gesagt? Ja, eigentlich habe ich das letztes Mal, ich habe es aber wieder vergessen. Warum willst du das nochmal machen? Ich glaube, das war rein Interesse halber. Ach so. Da muss ich Till nochmal fragen. Der ist ja unser Steuerspezi. Sollte er sein, ne? Weil es ist ja ein Beruf. Ja, war nur Interesse halber. Ne, ich meine, es ist ja auch eine interessante Sache. Rein theoretisch müsste es ja. Eigentlich schon, ja. Frage ist halt, weil du. Das Ding ist ja, du gibst ja quasi ein Darlehen. Ich glaube, das ist das, was Tim gesagt hat. Du gibst ja ein Darlehen, in dem du sagst, du willst nicht sofort den ganzen Kaufpreis haben. Und dann mit diesem Darlehen, darum wird dir, wenn du keinen Zins, ich glaube, so war das, wenn du keinen Zins vereinbarst, wird dir ein bestimmter Zins unterstellt. Und dann. Ich weiß nicht, also ich habe mal damals, weil ich das Interesse aber auch wissen wollte, wenn du ein Privatdarlehen gibst und keine Zinsen damit verdienst, dann ist es steuerfrei. Nee. Doch. Jedenfalls stand das da so. Weil ich meine, die können dir nicht einfach einen Zins unterstellen, wenn keiner da ist. Doch, genau das passiert. Doch, genau das passiert. Ja, und wenn es nachweisen kannst, dass du kein Zinskasse ist, dann müssten die das eigentlich wieder starten. Gut. Klär ich, schreibe ich als Kommentar in das Video, wenn es nachher hochgeladen ist. Jürgen Moritz sagt, ich mache die Verwaltung selber, habe alles schon erlebt, lässt sich alles lösen. Klar lässt sich grundsätzlich alles lösen. Die Frage ist halt, welchen Aufwand hast du selber damit, weil deine Zeit ist ja auch was wert. Na? Und wenn ich da dafür halt 25 Euro im Monat an die Verwaltung zahle, die steuerlich auch noch interessant sind, dann ist das ja entspannt. Ja? Das ist ja alles okay. Ja, muss ja gucken, wie du deinen eigenen Stundensatz, wie hoch du setzen würdest und ob das in Relation zu den 25 Euro im Monat. Ja, oder je nachdem, es gibt natürlich auch Verwaltungen in Leipzig, die 17 Euro nehmen. Es gibt auch Verwaltungen, die in anderen Städten nehmen 50 Euro. Das. Evgeny schreibt, Jürgen Moritz, tu dich mit Johann zusammen, dann seid ihr umschlagen. Alles schon gemacht, alles schon gesehen? Ich bin nicht gefahren. Ja, der Film ist ja auch geklaut. Der hieß eigentlich wirklich nicht mit Johann an. Ist das aus dem Film? Der heißt, leg dich nicht mit Johann an. Ich weiß, aber ist das aus dem Film? Ja, das Ding? Das ist, wo der beim Friseur da ist so, und Kinderhaare schneiden soll. Dann ist ja ein Junge, das ist am Fingern und so.
sagt er, du solltest lieber nicht zappeln. Wenn die Dame hier mit ihrer Schere ausrutscht, dann kann es sein, dass deine Halsschlagader durchtrennt. Dann blutest du dich aus. Und dann sagt er, hab ich schon gesehen, hab ich schon gewonnen mit dir. Halt. Dann fängt er an zu schreien, dann macht er so diesen lokalen Nackengriff, das Kind ausgemacht. Kennst du das nicht? Kennt man nicht, ich finde ihn schwierig. Ja, der ist halt echt massiv übertrieben. Aber in manchen Situationen ist er eigentlich schon lustig. Also wie willst du das mit deinem Bruder machen? Warte mal. Falls meine Erben sich schlecht verhalten. Was? Falls meine Erben sich schlecht verhalten haben. Ja, auch schon. Dann einfach so Zinsen drauf berechnen. Ja, irgendwie mit. Er sagt, es wäre schon derbe, wenn dein Bruder mal Kohle leiht und sie dann einfach so Zinsen drauf berechnen. Ja. Wenn du ein Privatdarlehen machst und wirklich einen Vertrag aufsetzt und so weiter, ja. Alles. Und da drin auch feststeht, das ist ein zinsloses Privatdarlehen. Die können dir nicht einfach irgendwie was unterstellen. Klär das. Ich sag mal, spätestens dann, wenn du es nachweisen kannst, müssten die das erstatten. Ja. Das geht ja nicht. Was wollen die denn versteuern, wenn das nicht zu versteuern ist? Wir klären das. Das habe ich schon mal. Ja. Na gut, ist ja auch spät jetzt, ne? Was denn? Drauf. Weißt du, jetzt geht's hier Party. Party. Simon Skupsch? Oder wo bist du? Jürgen Moritz, wie viele Einheiten hast du? Moritz, tu dich mit Johann zusammen, mit seinem Schlagbar. So, zwei Hausmeister. Ach krass, du hast Hausmeister, geil. Hast du das ist auch immer so die Frage? Da habe ich gestern auch mit einem Investor drüber gesprochen, weil der macht so ein bisschen Deals. Und der hat überlegt, selber Handwerker anzustellen, kriegt die aber nicht voll ausgelastet. Sie fragen, wenn du einen Hausmeister angestellt hast, lastest du den voll aus? Teilst du den mit jemandem oder hast du da einfach nur so Stundenabrechnungsgeschichten? Weil ich weiß zum Beispiel, bei uns sind auch ein paar Firmen, die machen dann so Dienstleistungen, irgendwie hier ein paar Mark 30 Anfahrt plus Stunde irgendwie x Euro. Na, das ist nochmal die Frage. Ja, aber es ist krass, wenn du so machst, dann kannst du ja quasi schon ein eigenes Handwerk und dann andere Aufträge aufnehmen. Ja, das ist wieder Management. Das ist dann hast du ja wieder eine eigene Firma. Und dann hast du auch wieder Probleme mit Mitarbeitern, dann wird wieder jemand krank. Dann ja, hast du ja sowieso, wenn du Handwerker einstellst. Ja, deswegen. Ja. Das ist die Frage. Dann musst du halt auch einen Geschäftsführer einstellen. Geschäftsführer sind ja ganz günstig. So. Ich habe dazu, wenn ich 21 Jahre bestehenden Mietvertrag übernehme, der etwa die Hälfte der ortsüblichen Miete beträgt, müsste ich grob viermal die Miete um 20% anheben, um auf die normale Miete zu kommen. Springen die Mieter da nicht im Dreieck? Alter, zeig mir das bitte, wo du viermal nacheinander 20% durchkriegst. Das wird gar nichts. Also Simon Skupsch. Der Schreibung dazu wäre eine bittere Pille in einem Paket mit vier Wohnungen. Ja, wie geil sind denn die anderen Wohnungen? Und die Frage ist, ja, ich sag mal so, da gibt es jetzt auch wieder nicht die pauschale Antwort. Mich hat heute auch wieder jemand angerufen, dem habe ich einen Gefallen getan, mit dem habe ich kurz mal so Sachen durchgesprochen. Machen wir normalerweise nicht, weil sonst würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Die Frage ist, wenn da jemand schon 20 Jahre wohnt, was ist das für jemand? Ist das jetzt jemand, der 95 ist und demnächst vielleicht mal ins Heim wechselt? Oder ist das jemand, der jetzt, keine Ahnung, 40 ist? Na, das ist auch mal so die Frage. Und ansonsten kannst du ja erstmal die Miete einmal erhöhen. Je nachdem, wo du bist, bleibt es sogar nur noch 15%. Und dann musst du ja 3 Jahre warten, bis die nächsten 15% gehen. Das Ding ist ja, wenn du einmal diesen Anschluss verpasst hast und das nicht, ich sag mal, so in den nächsten 3 bis 4 Jahren aufholen kannst, hast du einfach irgendwann ein Problem, weil du es nicht mehr aufgeholt kriegst, weil du natürlich dann, ich sag mal, du erhöhst heute um 15%. Da hast du 3 Jahre Pause. In den 3 Jahren passiert ja aber auch schon wieder was. Jetzt zum Beispiel ist der Mietspiegel auch wieder gestiegen. Und das schaffst du ja alles gar nicht. Da kommst du ja gar nicht hinterher. Und dann, ich sag mal so, das ist 80%, 4 mal 20%. Also 80% Miete erhöhen. Schwierig. Ich sag übrigens, ein junger Mann, der den Mietvertrag der Eltern übernommen hat.
Geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Da musst du recht. Also ich habe letztens was Interessantes gesehen. Und zwar dieser Markus Müllers, ja, dieser Rechtsanwalt, mhm, der auch, er hatte eine Frage gehabt, der macht ja auch so Question Answer auf Instagram. Wie ist das? Q&A. Okay. Und da hat einer gefragt, wenn dein Familienangehöriger verstirbt. Entschuldigung. Ich habe gerade den nächsten Kommentar gehört. Okay. Von Hagen. Wenn dein Angehöriger verstirbt, hm, was passiert dann mit dem Mietvertrag? Wird er aufgelöst? Kündigen. Richtig, der läuft weiter. Ich weiß. Und vererbst den. Habe ich mit meiner Oma gehabt. Na? Und jetzt habe ich den Anschluss verpasst. Aber auf jeden Fall. Also Simon, um da nochmal drauf zurückzukommen, rechtlich safe, 20%, viermal nacheinander, auf jeden Fall sehr schwierig. Auch wenn du immer noch unter der Ortsüblichen bist. Hagen sagt, so eine Immobilie kauft man nicht, es sei denn, der Mieter ist Holländer. Der Hagen sagt auch, rechtlich ist das sicher, dauert aber eben viermal 3 Jahre bis zur letzten Höhe. Fünf? Dann weiter rum. Genau, viermal 3 Jahre dauert das, ganz genau. Bis dann weiß ich auch nicht. Das, ja. Bittere Pille mit 4 Wohnungen. Ja, wie geil sind die anderen Wohnungen? Das ist die Frage, ne? Oder meldest du bei der einen Wohnung Eigennutz an? Kannst auch machen. Dann musst du halt 2 Jahre mal wohnen. Hab einen voll ausgelastet und der zweite kommt bei Bedarf dazu. Ja, geil. Das ist natürlich super. Funktioniert das gut? Wie ist deine Erfahrung mit dem? Ich meine, gut, Hausmeister ist jetzt ja in der Regel. Welchen Kommentar fandst du jetzt los? Dass die Mieter 100 sind. Das fand ich auch sehr. Ah, da oben. Ich habe das verpasst, wie viele Worte ich fragen darf. Worst Case. Hagen Schule, Worst Case? Achso. Bin mittleren Schleswig-Holstein. Herr Jürgen, hast du nicht gesagt, du bist aus München? Schleswig-Holstein. Sehr gute Erfahrung. Ja, hervorragend. Finde ich gut. Das läuft. Sind bei Ortsmiete jeweils 7-8%. Das heißt, eine dabei, die schmerzt. Ja. Hat er schon gesagt, wo die sind? Nee, ich glaube nicht. Nee. So. Genau, in der Nähe von München. Habe ich doch richtig in Erinnerung. Das ist aber auch schon eine Ecke nach Schleswig-Holstein, ne? Ist auch schon viel weiter weg geht eigentlich. Oh, Simon, Duisburg. Hatten wir das nicht letzte Woche schon? Da war doch mal mit Duisburg. Wo in Duisburg? Die Frage ist, wo? Ach, war das nicht Alt-Homberg? Ist es das von letzter Woche? Ist eigentlich unser Kollege, der da mit seinem Haus in Hamburg? Das Geerbte. Das voll entwickelt ist. Mhm. Weiß nicht. Nein, Duisburger Süden war doch mal Süden. Walsum oder was, die Ecke. Allerdings, es ist zu spät. Es wundert mich alle, dass ihr alle noch da seid, ey. Hat 10, Leute. Ja, die mussten ja auch lange genug warten. Gut. Lange werden. Also ich muss es unbedingt erwähnen. Lange werden endlich gut. Ja, aber es lässt mir jetzt keine Ruhe, warum das auf einmal nicht funktioniert. Ja, wir sind jetzt online und nächstes Mal wird alles besser. So. Sag mal, dieses Mal. Dieses Mal mit Schwimmer, ja. Walsum ist ganz im Norden. Achso, ja, stimmt. Buchholz, Süden, also Richtung Düsseldorf. Gut, Leute, das ist mal durcheinander. Ich würde sagen, wir machen dann demnächst gleich mal Buchholz. Ja, das ist ja schon halb in Düsseldorf, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Achso, hier, warte mal. Ich habe mal in Walsum gewohnt, deswegen. Ich glaube, ein ehemaliger Kollege von mir hat in Buchholz gewohnt, mit seiner damaligen Partnerin, wenn ich mich jetzt nicht irre. Gut. Wir haben 56 Minuten voll. Ja. Ich würde sagen,
Wir brauchen einen Plan für nächste Woche. Wir verabschieden uns. Machen wir Feierabend. Danke für heute. Ja, wer schreibt das denn? Hast du das geschrieben? Nee. Immler? Ja, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, entweder ist Erik online mit dem iPhone. Ich bin's nicht. Irgendwer ist online. Aber stimmt, Erik. Ja. Wer bist er lacht, das ist bestimmt Erik. Wer bist du? Wir sind gehackt worden. Gut, Leute. Dann, wir bauen wieder zurück hier. Und dann. Ich glaube, ich habe übrigens noch ein verdammt langes LAN-Kabel, das bringe ich nächste Woche mit. Selber Sender, gleiche Zeit. Wieder auf YouTube und vermutlich wieder 20 Uhr. Dann mache ich nächste Woche, was ist das? Ich muss doch wieder nächste Woche nach Dresden. Dresden, so ist es. Oh ja, nächste Woche steht nichts. Oh ja, dann können wir das ja direkt mal festsetzen. Genau, nächste Woche 20 Uhr. Ich brauche hoffentlich. Ha? Ich brauche gleich ein neues Foto von dir. Das Foto? Das Thumbnail. So. Nächste Woche gleiche Welle, gleiche Sender. Irgendwie heißt das? Selbe Stelle, selbe Welle. Ja. Gut. Mit Farbe und Bund. Mit Farbe und Bund. Macht's gut. Bis Mittwoch, beziehungsweise morgen mit dem nächsten Video. Die Vlogs gehen nämlich wieder los. Ja. Weil es Vlogpause. Da war alles Pause. Ganz ungewohnt, wieder einen Vlog zu drehen. Kann ich wahr. So. Tschüss.